Der Londoner Weihnachtsrausch. Hier blinken die Lichterketten um die Wette, Köstlichkeiten an jeder Ecke und man kauft Geschenke, bis die Kreditkarte glüht. Paradies für die meisten, Vorhölle für Eisor. Der Konsum zu Weihnachten ist total außer Kontrolle geraten. Vor Jahren gab es noch nicht diesen Druck, grundlos all diese Sachen zu kaufen. Es wurde uns eingepflanzt. Man hat uns eingetrichtert, dass es darum an Weihnachten geht. Und wie konnte das passieren? Also meint, durch die Werbung. Sie verspricht schon auf der Straße, dass das Glück im nächsten Kaufhaus wartet. Völliger Quatsch, findet Eisor und hat sich den Kampf gegen die Reklameflut zur Lebensaufgabe gemacht. Der 33-Jährige ist Adbuster. Das heißt, er zerstört Werbeplakate oder gestaltet sie um. Das ist natürlich strafbar. Aber für seinen Befreiungskampf nimmt Eisor das Risiko gerne in Kauf. Ein paar Schuhe ändert nicht dein komplettes Leben. Es ist etwas Materielles, das dich, während du es kaufst, nur für ein paar Minuten beeinflusst. Der Grund, warum du dich dabei so gut fühlst, wird dir durch die Werbung eingepflanzt. So funktioniert Werbung. Wenn du etwas kaufst, dann fühlst du dich besser. Wenn ein Produkt tatsächlich so gut wäre, müsste man es nicht bewerben. Eisor will diese Werbepsychologie durchbrechen. Viel braucht er dafür nicht. Ein Teppichmesser, schwarzen Karton und einen Projektor. Damit stellt er Figuren her, die später groß genug sind, um eine Werbefläche zu füllen. Wichtig, sie müssen besonders einfach und eindeutig zu erkennen sein. Hier entsteht gerade eine andächtige Weihnachtsfamilie. Ich finde die Silhouette sehr effektiv, weil sie sofort eine Botschaft übersetzt, ohne dass man zu viel interpretieren muss. Wenn man eine möglichst einfache Botschaft will, ist das die beste Form. So sieht das Hacken von Werbung aus. Fast wie eine Kampagne selbst. Den Unterschied sieht man oft erst auf den zweiten Blick. Die Botschaft ist immer die gleiche. Der visuelle Konsumterror soll aufhören. Eisor lässt darum gerne Teile der alten Werbung deformiert zurück. Eisor auf der Suche nach seinem nächsten Reklameopfer. Er ist ganz bewusst tagsüber unterwegs. Mit der gelben Weste halten ihn die meisten für einen offiziellen Plakatierer. Dann geht's rund. Er knackt den Werbekasten auf und klebt seine Figuren hinter das Plakat. Ist die Luft rein, reißt er dieses raus und haut ab. Es ist für mich kein wirklicher Vandalismus. Ich finde nur, es ist mein Recht, meine Arbeit hier auszustellen. Das ist meine Art, an der Oberfläche zu kratzen und meine eigene kleine Diskussion mit den Werbern zu führen. Die antworten spätestens nach 2 bis 3 Tagen. Sie hängen neue Plakate über das Adbusting. Die Gegenreaktion des Adbusters? Einfach weitermachen und vor allem Fragen stellen. Jeden Tag laufen wir durch die Straßen und werden mit Werbung bombardiert. Warum sollten wir sie überhaupt bemerken? Warum sollen wir bei dem System mitmachen, mit unserem Geld die Wirtschaft befeuern und ihre Güter kaufen? So viele Fragen passen natürlich nicht auf ein Werbeplakat. Aber ein Fragezeichen bleibt kleben.